Heute gibt es ein Oster-Spezial-Podcast für dich mit spannenden neuen Infos und natürlich auch passend zu Ostern einem Ostergeschenk für dich. Und damit herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Eigentlich müsste ich heute gar nicht sagen, herzlich willkommen zum BGM-Podcast, sondern herzlich willkommen zu Podstart Solutions. Doch bevor du dich jetzt fragst, bin ich jetzt irgendwie im falschen Podcast gelandet? Nein, du bist hier natürlich absolut richtig, hier weiterhin im BGM-Podcast, aber ich habe es schon wieder getan. Bereits zum dritten Mal habe ich es schon wieder getan, ich habe ein Unternehmen gegründet. Das erste Mal, als ich ein Unternehmen gegründet habe, war es das Jahr 2012. Ich habe damals während meines Masterstudiums einfach meinen Lebensunterhalt ein bisschen aufstocken dürfen und habe mich damals als Bewegungs- und Wellness-Coach selbstständig gemacht. Damals habe ich so Personal-Trainings gegeben und Ernährungsberatung, bereits Präventionskurse, Entspannungsangebote und so weiter. Es war sozusagen die Grundlage dafür, dass dann auch später die Firma Outness entstanden ist. Diese erste Selbstständigkeit habe ich dann so nach circa 2 Jahren, also zum Ende des Masterstudiums aufgelöst, weil ich ja dann als innerbetrieblicher Gesundheitsmanager in den Vollerwerb gegangen bin. Und aus dieser Problematik heraus, dass ich ja dann keine geeigneten BGM-Dienstleister für mich gefunden habe, ist ja dann im Jahre 2016 die Firma Outness entstanden. Und jetzt, im Jahre 2024, habe ich es eben zum dritten Mal getan. Ich habe ein neues Einzelunternehmen gegründet, nämlich die Podstart Solutions bei Hannes Schröder. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum jetzt auch noch Podstart Solutions, wie der Name schon sagt. Es geht darum, vielleicht auch seinen eigenen Podcast zu starten. Der Hintergrund ist der, dass vor 4 Jahren, als ich hier diesen BGM-Podcast gestartet habe, mich ganz häufig die Leute gefragt haben, Hannes, warum machst du das jetzt? Also genau wie jetzt, warum machst du jetzt die Podstart Solutions? Fragen mich die Leute, warum machst du jetzt einen eigenen Podcast? Warum machst du dir die Mühe und teilst dein Wissen? Warum teilst du dein Wissen gratis? Und jetzt heute, 4 Jahre später, fragen mich die Leute, Hannes, wie machst du das? Nicht mehr warum machst du das, sondern wie machst du das? Wie machst du das, dass du jede Woche neuen Content findest? Wie machst du das, dass dein Unternehmen so erfolgreich ist? Wie machst du das, dass eure Reichweite immer größer wird? Also die Leute fragen nicht mehr warum, sondern die Leute fragen mich jetzt wie. Und dafür möchte ich jetzt einfach eine Lösung anbieten, um dieses Wie zu klären, denn ich merke ganz einfach, dass auch meine Podcast-Gäste, die ich einlade, immer wieder auch fragen, Mensch Hannes, hast du mal 1-2 Tage Zeit? Ich würde auch einen eigenen Podcast starten, aber ich traue mich nicht so richtig und ich habe so gewisse Ängste, Sorgen, Zweifel. Wie macht man sowas? Und dafür möchte ich jetzt einfach eine Lösung anbieten. Keine Sorge, es ist wirklich bloß so ein kleines Nebenprojekt, deswegen habe ich das auch bloß ganz klein als Einzelunternehmen gegründet. In Zukunft bleibt natürlich mein Hauptfokus auf dem Unternehmen Outness und mein Hauptfokus auf dem Thema BGM und auch das Thema Podcasting werde ich jetzt noch heute einmalig hier ansprechen und eben auch habe da ein Geschenk für dich. Aber in Zukunft wird es hier ausschließlich weiterhin um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement gehen. Doch vielleicht geht es dir ja selber auch wie mir damals. Ich habe im Jahr 2016, also praktisch auch mit der Gründung der Firma Outness, meinen ersten Podcast überhaupt erstmal gefunden und gehört. Damals war das bei mir der Die Kunst, dein Ding zu machen Podcast von Christian Bischoff, denn ich fand den Namen einfach spannend, Die Kunst, dein Ding zu machen. Ich wollte ja auch mein eigenes Ding machen, meine eigene Firma gründen, mein eigenes Unternehmen groß aufziehen und so leben, wie ich heute auch lebe. Und deshalb habe ich damals eben den Podcast Die Kunst, dein Ding zu machen gehört. Und aus einem Podcast-Abonnement wurden irgendwann mal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inzwischen ist meine Podcast App voll und ich komme gar nicht mehr hinterher, alle Podcasts zu hören, die ich toll finde. Und relativ schnell ist bei mir damals der Wunsch gereift, Mensch, ein eigener Podcast zum Thema BGM, das wäre ja mal ganz cool, weil ich habe damals auch tatsächlich ja so 1, 2, 3 Podcasts zum Thema Gesundheitsmanagement gefunden. Es war aber nichts dabei, was mich so richtig glücklich gemacht hat. Entweder waren es wenig Episoden oder die Episoden waren nicht so umfangreich oder auch gar nicht so spannend, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich hatte einfach diesen inneren Wunsch, Mensch, so ein eigener Podcast zum Thema BGM, das wäre doch ganz geil. Allerdings hatte ich halt einige Bedenken und Zweifel, die mich haben abhalten lassen. Sowas wie, so ein Podcast nimmt bestimmt zu viel Zeit in Anspruch oder
ich habe ja eh nicht viel zu erzählen oder naja, der Aufwand lohnt sich ja nicht, das hört hier eh keiner. Und dann irgendwann vor 4 Jahren, im Jahre 2020, ist dann die Corona-Pandemie von heute auf morgen ins Land getreten und ich wollte nicht mehr einen Podcast gründen, sondern ich musste auf einmal einen Podcast starten und gründen, um einfach unser Unternehmen irgendwie zu retten. Also die Krise hat dazu geführt, dass ich zum einen Zeit dafür hatte, jetzt mich mit dem Thema Podcasting näher zu beschäftigen und zum anderen hat die Krise dazu geführt, dass ich einfach neue Wege gehen musste. Das ist natürlich aber alles andere als geil gewesen, denn so einen Podcast jetzt mal aus dem Boden zu stampfen von hier auf jetzt und aus einem Druck heraus macht natürlich überhaupt gar keinen Spaß und vor allem ärgere ich mich heute sowas vom Wahnsinn, wahnsinnig, warum ich nicht viel früher angefangen habe, warum ich einfach selber 2016 habe ich, wie gesagt, den ersten Podcast gehört und 2017, 2018 ist dann die Idee gereift, diese Idee habe ich dann 2-3 Jahre mit mir rumgeschleppt, bevor es jetzt dann wirklich irgendwann zum Thema Podcasting gekommen ist. Und auch, ja, selbst damals hätte ich mir so ein Angebot gewünscht, was ich eben jetzt auch da biete für euch als Zuhörer. Weil ich selber musste wochenlang erstmal Bücher lesen und Videos schauen und musste mir alle Informationen einzeln zusammensuchen. Was für ein Mikrofon verwende ich? Mit welcher Software kann ich das schneiden? Wie kann ich das uploaden? Wie muss so ein Podcast-Cover aussehen? Wie designe ich sowas? Also ich musste mir alle Informationen selber zusammensuchen und ich weiß noch, ich habe ungefähr 3 Monate gebraucht, um meinen eigenen Podcast an den Start zu bringen. Und jetzt heute würde ich dafür für dasselbe, ich würde sagen, 4 bis 6 Stunden benötigen. Nicht viel länger. So, also es dauert nicht lange, einen eigenen Podcast auf die Beine zu stellen, wenn man denn weiß, wie. Und wenn du mich heute fragen würdest, was ist denn das Marketinginstrument, wenn du jetzt nur ein einziges Marketinginstrument auswählen dürftest, was wäre es denn? Ist es denn Facebook? Ist es LinkedIn, ist es Xing, ist es TikTok oder ist es Printwerbung oder ist es YouTube? Meine Antwort wäre, wenn ich mich nur für ein einziges Marketinginstrument entscheiden dürfte, es wäre tatsächlich der Podcast. Denn der Podcast geht schnell, du hast Evergreen-Content, du hast Content, der nicht einfach so verschwindet wie auf Social Media, du hast treue Zuhörer, du hast meistens auch ein gebildetes Publikum, also wie so ein indirektes Lob an dich, wenn du das hier hörst. Und es hat sich einfach, also wir haben vorher schon YouTube gemacht, wir haben vorher schon Facebook und LinkedIn gemacht, aber seitdem tatsächlich unser Podcast gestartet ist, hat sich, also seit dem Jahr 2020, in den letzten 4 Jahren, hat sich unser Umsatz verfünffacht von eben dem Vergleichsjahr 2020 beziehungsweise 2019. Wir haben auch unsere Mitarbeiteranzahl verdreifacht. Wir waren damals so 8, 9 Mitarbeiter, jetzt sind wir 25. Wir haben auch viel, viel, viel mehr Bewerbungen. Also ich weiß, damals für die ersten Bewerber, da waren wir froh, wenn 1, 2 Bewerbungen reingekommen sind. Jetzt im vergangenen Monat haben wir gar nicht so offensiv das Ganze beworben, haben einfach nur eine Stellenanzeige auf unserer Homepage veröffentlicht und hatten innerhalb von 5 Tagen 35 Bewerbungen und haben dann die Anzeige wieder offline gesetzt, weil wir gar nicht mehr hinterhergekommen sind. Ich werde einfach als Experte wahrgenommen. Ich habe inzwischen mein eigenes BGM-Buch, wo der Verlag mich angesprochen hat. Ich habe regelmäßige Bookings als Speaker. Wir sind einfach viel besser zu finden aufgrund der Suchmaschinenoptimierung, welcher im Zusammenhang mit dem Thema Podcasting steht und vieles mehr. Also du merkst, Podcasting ist ähnlich so wie das Thema BGM eine Leidenschaft für mich und ich komme schon wieder ans Labern und ich will dir aber gar nicht ein Ohr jetzt abkauen, wenn dich das Thema gar nicht interessiert. Ich will dich hier gar nicht zutexten. Falls du jetzt aber selber sagst, das Thema Podcasting finde ich spannend und das Thema Podcasting wäre auch tatsächlich etwas für mich, aber ich habe vielleicht so ähnliche Glaubenssätze wie Hannes damals. Ich habe nichts zu erzählen oder das dauert zu lange. Also alleine schon die Tatsache, ich hatte wirklich diesen Glaubenssatz, ich habe ja eh nicht viel zu erzählen. Vielleicht gibt es dann ja bloß 3, 4, 5 Podcast-Episoden und heute sind wir bei fast 400 Episoden. Also das ist tatsächlich nur ein Glaubenssatz und der lässt sich auf alles Mögliche übertragen. Also auch du, wenn du diesen Glaubenssatz hast, das ist nur ein Glaubenssatz. Und ich will dir gerne einfach mal zeigen, wie kannst du das Ganze auflösen und möchte eben deshalb jetzt so ein kleines Ostergeschenk für dich teilen, falls das Thema Podcasting für dich interessant ist. Denn ich veranstalte in den nächsten 2, 3 Wochen kostenfreie Webinare zu diesem Thema, um einfach
noch mehr über diese neue Leidenschaft, also nicht neue Leidenschaft, sondern mehr über diese Leidenschaft von mir, das Thema Podcasting zu sprechen. Insgesamt veranstalte ich 4 kostenfreie Webinare. Das erste ist tatsächlich heute in einer Woche, nämlich am Donnerstag, den 4.4. von 14 Uhr bis 15.15 Uhr. Also die einzelnen Webinare sind so auf 75 Minuten erstmal ausgelegt, wo du dir einfach noch mehr anhören kannst, was sind die Gründe, weshalb ich absolut jedem Unternehmen, also wer Trainer oder Coach oder Berater ist oder eben ein eigenes Unternehmen, jeder, der irgendwie auch Umsatz generieren möchte mit seinem Podcast, wer Kunden gewinnen möchte mithilfe seines Podcasts, der sollte sich auf jeden Fall dieses Webinar anhören. Also wer irgendwie sagt, ich bin noch nicht für das nächste halbe, dreiviertel Jahr oder für die nächsten 2 Jahre ausgebucht, der ist herzlich eingeladen, der sollte sich das Webinar anschauen, weil ich immer noch der festen Überzeugung bin, Podcasting ist einfach das Werbeinstrument schlechthin. Und dazu gibt es am 4.4. bereits das erste Webinar. Ich veranstalte dann nochmal am 10.4., am 16.4. und am 21.4. kostenfreie Webinare. Es reicht allerdings, wenn du dich einmal anmeldest. Du brauchst dir jetzt nicht alle 4 Webinare anhören, sondern es ist 4-mal das gleiche Webinar, nur zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Tagen, damit auch wirklich jeder diese Chance nutzen kann. Und du kannst dich dazu völlig kostenfrei anmelden unter www.bgmpodcast.de/webinar. Nochmal, bgmpodcast.de/webinar. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes und unter diesem Link findest du auch noch eben weiterführende Informationen, was sind alles so die Inhalte im Rahmen des Webinars und du findest auch nochmal die 4 entsprechenden Termine und natürlich auch die Möglichkeit, dich da kostenfrei einzutragen. Und dann freue ich mich natürlich auf diesen persönlichen Austausch zum Thema Podcasting mit dir. Ansonsten wünsche ich dir selbstverständlich ein wunderschönes Osterfest, hoffentlich auch sonniges Osterfest mit deinen Liebsten. Ich wünsche dir alles Gute in diesem Sinne. Bis zur nächsten Woche, bis zum Webinar oder eben den Wochen danach. Bleib gesund und sportfrei. Wir hören und sehen uns. Ciao, ciao.